In dieser Testverordnung ist vorgesehen, dass jeder, der also einen PCR-Anspruch hat, vorher einen Antigen-Test bekommen soll, sodass man sicherstellen kann, dass also möglichst wenige PCRs verwendet werden für also negative Ergebnisse, sodass der PCR die bestätigende Funktion für die Infektion behält. Dann haben wir auch ausreichend genug PCRs, wenn wir die PCRs so einsetzen. Wo der Antigentest ausreicht, also alleinig ausreicht, ist bei der Freitestung. Das ist ja auch hier immer wieder vorgetragen worden, auch von Kollegen Drosten. Wir sind auch im Kontakt mit also anderen Spezialisten. Der also Antigentest ist bei der, also beim im späten Verlauf einer Stadtgarten oder einer, also einer Infektion ist der Antigentest halt sehr gut. Also festzustellen, ob jemand noch ansteckend ist, ja oder nein. Und da ist er in seiner Wertigkeit zum Teil dem PCR-Test überlegen, weil der PCR-Test hat dann zum Teil noch CT-Werte, die schwer auszuwerten sind. Somit ist hier der Gedanke, dass die Freitestung über den Antigen-Test kommt. Die alleinige rote Kachel auf der Corona-Warn-App reicht somit nicht mehr für einen PCR-Test, sondern ein positiver Antigentest ist die Voraussetzung. Und wir priorisieren darüber hinaus innerhalb derjenigen, die PCRs bekommen, nach der also Wahrscheinlichkeit, dass sie andere auch infizieren können, medizinisches Personal, oder dass sie von einer besonderen Gefährdung bedroht wären, sodass sie dann also sehr schnell getestet werden können, sodass zum Beispiel eine medikamentöse Therapie stattfinden kann.